Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Advent-Podcasts der Niederösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Fabiola Noll und heute möchte ich mit euch über die Bedeutung von Weihnachten sprechen. Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Der pensionierte Religionslehrer Josef Heiß hat es mir nochmal in Erinnerung gerufen. Wie hat es begonnen, dass Jesus, also die Maria, einmal einen Engel geschickt bekommen hat, der gesagt hat, dass sie die Mutter von Jesus werden soll? Maria hat ja gesagt und dann ist sozusagen die Geschichte weitergegangen, dass sie eben schwanger war und sie sich dann auf den Weg machen mussten nach Bethlehem, weil sie sich eintragen lassen mussten in die Steuerlisten, bis der Kaiser Augustus befohlen hat. Maria und ihr Mann Josef sind dann den mühsamen Weg von Nazareth nach Bethlehem gegangen. Sie fanden aber keine Unterkunft, bis ein Mann zu ihnen kam und sagte: Ich habe nichts anderes mehr, einen Stall kann ich euch anbieten. Und der Josef als Zimmermann hat dort einfach den Stall so hergerichtet, dass er mit der Maria einen guten Platz gefunden hat. Auf Heu, Decke drüber nehme ich an. So kann ich mir das bildlich auch vorstellen, dass der Maria und Josef eben dort gewesen sind und dann in der Nacht das Kind bekommen haben. Aber wieso feiern wir den 24. Dezember, wenn Jesus erst einen Tag später geboren wurde? Der Festtag ist der 25., aber wir feiern schon am Abend. Den Christbaum haben wir deswegen am 24. am Abend schon, weil ja die Lichter tagsüber nicht so zum Strahlen kommen wie in der Nacht. Aber die Mitternachtsmette ist normal um 0 Uhr gefeiert worden, das heißt mitten in der Nacht, wo der neue Tag begonnen hat, hat auch sozusagen das Leben von Jesus begonnen. Und warum beschenken wir einander? Da habe ich die Begründung oder die Erklärung, dass sich, weil Gott uns ein großes Geschenk oder das größte Geschenk gemacht hat, nämlich seinen Sohn, dass wir einander auch beschenken. Diese Fülle an Geschenken ist, ja, anzuzweifeln. Man muss natürlich nicht christlich sein, um Weihnachten zu feiern. Lisa Schrenk ist Unternehmerin, Bloggerin und Influencerin. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren 9 Kindern im Alter von 8 Monaten bis 11 Jahren in Pressbaum und berichtet uns, welche Bedeutung Weihnachten für sie hat. Das ist einfach eine Jahreszeit, die einen Zauber hat und deswegen mag ich sehr gern. Ich bin jetzt nicht christlich, aber ich finde trotzdem einfach, ja, Rituale schön und für Kinder ist es wirklich was Tolles. Und wie feiert man Weihnachten mit 9 Kindern? Nein, also es ist eigentlich wirklich ein stinknormales Weihnachtsfest bei uns. Wir werden natürlich, glaube ich, auch nicht so gern eingeladen, wenn sich das niemand antun will, ein Stress. Also wenn, dann laden wir ein. Oh, jetzt ist schon wieder wer wach. Aber eigentlich ganz unspektakulär. Weihnachten hat für viele Menschen unterschiedliche Bedeutungen. Josef Heiß und Hermine Fuchs sind in der Weihnachtszeit beide gemeinnützig tätig. Herr Heiß engagiert sich beim Hospizdienst Lilienfeld. Er kümmert sich um 2 Frauen, die um ihren verstorbenen Ehemann trauern. Aber was treibt ihn dazu an? Ich habe so viel Gutes erfahren in meinem Leben, dass ich einfach anderen Menschen in ihrer Trauer sie begleiten will und unterstützen will, dass sie einfach gut damit leben können. Weihnachten bedeutet für ihn? Für mich ist Weihnachten ein Fest der Freude, der Liebe, und dass sich gegenseitig Zeit nehmen, füreinander Zeit nehmen. Hermine Fuchs arbeitet ehrenamtlich beim Sozialmarkt in Zwettl. Dort können Menschen mit geringem Einkommen ihren täglichen Lebensmittelbedarf decken. Für sie ist Weihnachten... Weihnachten ist ein bewusstes Aufeinanderzugehen, Wahrnehmen und die Nähe, dass man den Alltag nicht in der Routine versinkt, sondern dass man irgendwann wieder dran denkt, wie wichtig es ist, dass wir einander haben. Der 23-jährige Kellner Faisal Ibrahimi ist aus Afghanistan und lebt seit 5 Jahren in Österreich. Er verbringt die Feiertage mit seiner ehemaligen Lehrerin und ihrer Familie und erzählt uns, was Weihnachten für ihn bedeutet. Und wir haben immer die Feiertage zusammen gefeiert, also nicht nur ich. Sie hat auch meine Kollegen eingeladen und das finde ich wirklich sehr nett, dass in Feiertagen die Familie kommen zusammen und die essen zusammen und die feiern zusammen. Und das ist wirklich, wirklich sehr schön. Also so wie sie hat uns auch in Weihnacht eingeladen, so wie letztes Jahr. Ich war dort und wir haben zusammen gefeiert, wir haben zusammen gegessen, zusammen gespielt und wir haben immer von verschiedenen Themen geredet. Und
Das war wirklich schön. Also bei uns in Afghanistan ist auch, es gibt auch neues Jahr und dort ist auch fast so wie hier. Also wir tragen neue Kleidung, wir bleiben mit unserer Familie zusammen und wir essen zusammen. Aber vielleicht ist Weihnachten ja auch ein Fest der neuen Tradition. Der niederösterreichische Journalist Norbert Oberndorfer veranstaltet an Weihnachten ein Hirtenspiel inklusive Quiz. Die Erwachsenen spielen die Hauptrolle und die Kinder müssen raten. Er gibt uns einen kleinen Einblick in das Weihnachtsspektakel. Und dann spielen wir so Szenen nach, wie wenn der Erzengel Gabriel zu Maria kommt und ihr etwas verkündet, etwas sagt. Und dann fragen wir die Kinder, naja, was hat der Engel der Maria gesagt? Hat er A. gesagt, dass ihre Pizza fertig ist oder B. dass sie vielleicht im Lotto gewonnen hat oder C. dass der Josef vom Baum gekugelt ist und sich wehgetan hat oder eben D. dass Gott sie einlädt, das Christkind auf die Welt zu bringen, dass Gott sie einlädt, Gottes Sohn, Jesus, zur Welt zu bringen und sich über ihr Jahr sehr freuen wird. Ganz egal, wie ihr Weihnachten feiert oder welche Bedeutung es für euch hat, ich wünsche euch eine erholsame Weihnachtszeit und noch einen schönen dritten Advent. Vielen Dank fürs Zuhören.